Ich habe bewusst den Titel gewählt, Lernen im Anspruch von Autonomie und Chancengleichheit, weil Sie ja gemerkt haben, dass ich schon sehr viel zu dem Thema offenes Lernen gemacht habe, was impliziert, Lernen ist schon ein Begriff, den ich, der auch meiner ist. Ich möchte trotzdem hier die Aufmerksamkeit auf Sie lenken, nämlich in welcher Form wir uns in Institutionen begeben und wie der Zusammenhang zur Gesellschaft zu denken ist. Also worum es mir hier geht, ist tatsächlich dieser Blickwinkel auf Bildungsprozesse, die von gesellschaftlichen Bedingungen bestimmt sind. Und ich hoffe, dass ich es schaffe, hier zu zeigen, wie sehr unsere pädagogische Praxis mit der Gesellschaft und der Politik vor allem darin verwoben ist. Was ich mir anschauen möchte hier vor allem, ist auch so der Begriff der Autonomie, den wir nicht unabhängig von der Chancengleichheit oder auch Gerechtigkeit, ich glaube, dass da die Differenzierung, wir können dann darüber streiten, vielleicht auch in 10 Minuten, Wolfgang, aber ich glaube, die Differenz ist vernachlässigbar. Was ich mir anschauen möchte, ist, warum dieser Begriff gerade jetzt in diesen gesellschaftlichen Bedingungen so virulent wird. Wir haben hier prominente Vertreter, die sich schon länger damit auseinandergesetzt haben. Trotzdem hat es an Wirkmächtigkeit gewonnen wie kaum zuvor. Und ich möchte es mir anschauen auch vor allem vor dem begriffsgeschichtlichen Hintergrund, nämlich warum ein Begriff, der eigentlich ganz was anderes bedeutet hat, plötzlich im institutionellen Kontext so reüssieren kann. Und mir geht es da ähnlich, so wie ein bisschen mit diesem Spruch vom Seneca, der so gern immer wieder zitiert wird und bemüht wird dafür, dass sozusagen der Vorwurf an die Schule, dass sie eben nicht fürs Leben vorbereitet, sondern nur für die Schule, wo wir wissen, naja, aus dem Kontext gezogen, der Spruch hat ja ganz was anderes mal bedeutet, aber er wird heute und jetzt total gern benutzt, um gegenwärtige Zustände zu kritisieren. Und das ist so ein bisschen mein Ansatz, sich anzuschauen, wie kommt es, dass ein Begriff, der ganz was anderes bedeutet hat, auf einmal doch so bekannt sein kann. Das heißt, ich habe schon angedeutet, also Autonomie, der begriffsgeschichtliche Aufriss und dann die Frage, inwiefern hängt das mit der Chancengleichheit zusammen und einem kleinen Satelliten, der zu einem bestimmten Zeitpunkt ins Weltall geschossen wurde. Dann ein wichtiger Punkt ist mir, wenn wir über Chancengleichheit und Autonomie sprechen, auch die Demokratisierung von Institutionen. Und dann der wichtigste Punkt, sich nicht darüber sozusagen sich selbst zu belügen und zu glauben, Autonomie sei möglich. Autonomie ist eine Illusion, auf die wir, wie eine liebe und wichtige Wissenschaftlerin Käthe Meyer-Drawe nicht müde wird zu betonen, auf den wir nicht verzichten können. Politisch als Anspruch ist er unverzichtbar, eine Illusion ist er dennoch. Wo es spannend wird und wo ich einen Bruch orte, ist der Zeitpunkt, wo es darum geht, dass das Narrativ Autonomie unglaublich populär wird und sozusagen den Marsch durch die Institutionen antritt und zwar sehr erfolgreich antritt. Und weil es mir doch um diese pädagogische Praxis geht, der letzte Punkt, was tun? Und da hoffe ich, glaube ich, auf ein spontanes Extrareferat oder so ähnlich. Schauen wir. Institutionalisierte Bildung und Erziehung geschehen nicht im interessenslosen Raum, sondern sind mit einem gesellschaftlichen Auftrag verbunden. Lutz Reuter macht darauf aufmerksam, dass institutionalisierte Erziehung und Bildung nicht politikfrei sind. Das dürfen wir niemals vergessen, das tun sie sicherlich auch nicht, nicht in dem Bereich, in dem sie arbeiten. Beide sind stets eingebettet in Bedingungen und Rechtsordnungen des jeweiligen politischen Systems. Was bedeutet der juristische Rahmen für den konkreten Alltag einer Institution? Die Antwort ist naheliegend. Es geht um den Auftrag, den die Akteurinnen darin zu erfüllen haben. Wenn ich mein Kind in eine öffentliche Schule schicke, dann kann ich erwarten, dass die Inhalte und Werte, die es dort zu lernen hat, einem gewissen Common Sense entsprechen. Und umgekehrt. Wenn ich als Steuerzahlerin, das ist mir wichtig auch zu betonen, diese Institutionen finanziere, dann darf ich wohl auch erwarten, dass dort Inhalte demokratischen Spielregeln unterliegen. Ebenso wie die Art und Weise, wie sie vermittelt werden. Formal abstrakt zusammengefasst, oder wie es eben Lutz Reuter sagt,
Das Verfassungs- und Bildungsrecht, aber auch das Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht konstituieren die Rahmenbedingungen, innerhalb welcher Lehrende und Lernende handeln, sich als die Prozesse der Vermittlung und des Erwerbs und Kompetenzen vollziehen. Wir hatten es, wir können Schule, also wir hatten es im Workshop, wir können uns nicht Schule ohne die Frage der Berufsorientierung denken, wir können uns Schule nicht denken, ohne dass wir wissen, die Wirtschaft ist maßgeblich involviert und Finanzierung der Lebensumstände lässt sich ohne die Frage der Arbeitsplätze nicht denken, egal wie kritisch wir pure Bildung vermitteln wollen. Die dazugehörigen Instrumentarien sind klarerweise Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, wie auch etwa Lehrpläne und, immer häufiger anzutreffen, wie Sie wissen, Vereinbarungen, die Rechte wie Pflichten situationsabhängig und individuell, das ist mir wichtig zu betonen, regulieren. So verbindlich all diese Normen sind, so wenig sind sie mit Richtigkeitsanspruch verbunden. Auch das dürfen wir niemals vergessen. Das ist ein wesentliches Detail. Wollen wir etwa das österreichische Schulwesen verstehen, dann müssen wir folgende Tatsachen zur Kenntnis nehmen. Sie sind geronnene Politik, politische Übereinkünfte. Entscheidungen, die wir treffen, wie es organisiert wird und in der Regel entsprechen sie gegebener Mehrheiten. Sie sind das Resultat eines Konsens und erheben keinen Anspruch auf die einzige wahre Lösung, pädagogische sowieso nicht. Auch das hatten wir ausführlich in den Workshops diskutiert. Das ist der Rahmen, innerhalb dessen wir uns bewegen. Und dieser Rahmen hat sich in den letzten Jahren, seit Schule Schritte in die Autonomie setzen, fundamental verändert. Im Sinne einer begriffsgeschichtlichen Perspektive könnten wir in diesem Zusammenhang fragen, wann, also zu welchem Zeitpunkt, warum gerade jetzt, wo, von wem und für wen werden welche Absichten oder welche Sachlagen mit dem Wort Autonomie wie begriffen? Also welche Interessen stecken dahinter? Warum kommt es gerade zu diesem Zeitpunkt? Und jetzt könnte man sagen, warum ist das interessant? Es ist aus einem einfachen Grund interessant. Es ist nicht nur wichtig, sich zu einigen darauf, wenn wir solche Begriffe verwenden, dass sie unsere Realität sozusagen beschreiben, in der wir uns vorfinden, sondern diese Begriffe prägen diese Realität auch. Sie kennen das, bestimmte Begriffe kann man in bestimmten Kontext sagen und bestimmte nicht, weil man sofort in ein Eck, in das man vielleicht gar nicht gestellt werden möchte, gestellt wird. Also ein Zugang, der sozusagen für uns, also ich glaube, wir haben keine andere Wahl mehr, als sich mit Autonomie auseinanderzusetzen und vor allem zu fragen, was bedeutet das dann für uns und für mich und meinem Standort, als sich die Frage zu stellen, was ist das überhaupt für ein Begriff? Und ich folge hier einer Ausführung von Alfred Schierlbauer, der sehr kritisch in Anlehnung an Uwe Pörksen sich gefragt hat, ob Autonomie wohl nicht einer dieser Plastikwörter ist. Und was meint er mit Plastikwörtern? Nämlich die Frage, ob Autonomie nicht zu jener Gruppe von Wörtern gehört, die genau das Gegenteilige meinen, als das, was sie einst bedeutet haben. Es gibt bekanntlich nicht nur die von Pörksen genannten Plastikwörter, aufgrund ihrer Vieldeutigkeit und mangelnder Prägnanz bestens geeignet sind, das Gemeinte zu verschleiern und sich vor allem in der politischen Kommunikation einer besonderen Beliebtheit erfreuen, sondern auch die wohlklingenden Köder- und Lockvokabeln, hinter denen sich dann oft genau gerade das Gegenteil dessen verbirgt. Sie kennen diese Wörter, Wandel, Modernisierung, unlängst Veränderung und andere mehr. Zu zweiten eben, zu diesen Lockwörtern, meint Schierlbauer, gehöre die Autonomie. Und seine Argumentationslinie beginnt recht klassisch, ne? Wenn wir uns die Bedeutung des Wortes anschauen, dann ist das griechische Autonomia ein Kompositum aus Autos, eben das Selbst und Nomos. Es braucht auch hier wenig Fantasie, um daraus so etwas wie Selbstgesetzgebung bzw. Selbstbestimmung herauszulesen.
Die Vermutung liegt nahe, dass die Bedeutung maßgeblich im politischen Leben der antiken griechischen Stadtstaaten geprägt wurde. Im Zusammenhang mit politisch-rechtlichen Fragen ist der Ausdruck der autonomen Teilrepubliken innen bekannt. Das sind Staaten, die nach außen von anderen vertreten werden, nach innen jedoch selbstständig sind. Je nach Grad spricht man dann von Teilautonomie, einem vollen Autonomiestatus und so weiter. Auf einer anderen Ebene wurde der Begriff der Autonomie Ende der 60er und später dann in den 70er und 80er Jahren mit der Formierung von bestimmten politischen Gruppen gehoben. Die Autonomen positionierten sich abseits von offiziellen Interessensvertretungen oder staatlichen Institutionen. In Deutschland und Italien waren sogenannte autonome, radikale Protestgruppen, denen man Nähe zu linksterroristischen Gruppierungen zuschrieb, wie zum Beispiel die Arbeiterautonomie oder die Autonomia Operaia, die sich unabhängig von bestehenden Gewerkschaften und gängigen politischen Vertretungen bildete. Ein weiteres Beispiel für eine etwas andere Prägung des Autonomiebegriffs, als er uns heute so vertraut ist, ist die autonome Frauenbewegung. In der politischen Aufbruchsstimmung der frühen 70er Jahre entstanden, organisierte sie sich in Wien unter anderem in der Aktion Unabhängiger Frauen. Die Schwerpunkte lagen dabei auf den Kampf um die Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs und der Anerkennung des Privaten als einen politischen Bereich. Insofern, als im Privaten die gesellschaftliche Reproduktionsarbeit auf Kosten von Frauen und ihren Körpern stattfindet. Darüber hinaus entstanden in den späten 70er und 80er Jahren in Österreich zahlreiche Frauengruppen und Projekte. Und ihr wichtigstes Merkmal war natürlich die Autonomie von Frauen gegenüber Parteien und Männern. Also genau weg von diesem institutionalisierten Bereich, sondern die Selbstständigkeit. Und diese mitschwingende politische Konnotation des Begriffs Autonomie haben wir bereits bei Immanuel Kant. Es geht um eine pädagogische Konnotation, ohne Kant geht das nicht, der in seiner Kritik der praktischen Vernunft darauf aufmerksam macht, respektiere sowohl in deiner wie in jeder anderen Person den absoluten Wert autonomer Wesen als Zwecke an sich selbst. Und behandle sie deshalb auch nie bloß als Mittel, sondern zugleich immer auch als Zweck an sich selbst. Was mir hier wichtig ist, und das wird uns noch an einer anderen Stelle von Bedeutung sein, ist der Mensch, sozusagen der Autonomiebegriff wird so politisch, da dieser vom Menschen selbst gewählt wird. Ich entscheide es. Der Mensch als Vernunftswesen legt sich diese Pflicht selbst auf. Wird die Zweckfreiheit des Menschen verletzt, so kommt es zur Fremdbestimmtheit, Heteronomie. Ganz eine spannende Auseinandersetzung, die noch folgt zu dem Stichwort, wie erkenne ich die eigene, sozusagen die Zweckfreiheit, die eigene Selbstbestimmung und die Fremdbestimmung. Das ist heute nicht mehr so einfach. Es kommt zu einer Verkehrung der Umstände, die eben zu Fremd- und nicht zur Selbstgesetzgebung führt. Während es Anfang der 70er Jahre in der Pädagogik eben um die Diskussion der Selbstbestimmung und darüber hinaus auch um die Autonomie der Disziplin ging, also unabhängig machen der Pädagogik von politischen Einflussnahmen, konstatierte damals schon der Pädagoge Blankertz, dass das sozusagen eine Illusion ist. Und er sagt, denn es könnte ja sein, dass die relative Selbstständigkeit des pädagogischen Denkens frommer Selbstbetrug sein, dass in Wahrheit eine solche Argumentation nur dazu diene, die staatliche Omnipotenz zu verschleiern. Also ich fand das spannend, dass eine solche Aussage zu einer Zeit stattfand, in der die Pädagogik tatsächlich sich also in einem Ausmaß verbreitet hat, die Hoffnung der 70er hing tatsächlich an der Zukunft der Pädagogik. Der Ausbau von Schulen, wie Sie wissen, die Öffnung von Universitäten, die Gründung von Lehrstühlen, fast jeder Lehrstuhl war sozusagen ein pädagogischer, der neu gegründet wurde.
Und sozusagen an zahlreichen Universitäten hegte man die Hoffnung, die Zukunft über die Pädagogik in Griff zu haben. Was hatte das mit diesem Satelliten, mit diesem Kleinen zu tun? Ja, ganz viel. Auch sozusagen auch unser Erfolg der Disziplin hing nicht so sehr davon ab, dass wir meinten, wir könnten diese neue Gesellschaft aufbauen, sondern der Westen wurde erschüttert durch den sogenannten Sputnik-Schock, nämlich die Beförderung des allerersten Satelliten 1957 seitens der Sowjets ins All. 1961 folgte das Ereignis des ersten Menschen im Weltraum, Juri Gagarin, zur Erinnerung. Es sollte sich dabei um jene seltsamen Ereignisse des Kalten Krieges handeln, die der Pädagogik eben einen Dienst erweisen würden. Dank dieser technologischen Verunsicherung und Erschütterung des Westens wurden die westlichen Bildungssysteme zum Thema. Man fragte sich, was ist los in den Schulen? Wenn ein industriell unterentwickeltes Land wie die Sowjetunion es schafft, die Supermacht schlechthin, die USA zu überbieten, dann läuft wohl einiges schief. Diese technologische Leistung stellte den bis dahin hochstilisierten Überlegenheitsanspruch des Westens in Frage. Ursachen des westlichen Nachhinkens wurden vor allem in der Organisation des Bildungssystems vermutet. Demnach wurde der Zugang zu Schulen und Hochschulen in einem engen Zusammenhang mit der Reproduktion von herrschenden Verhältnissen gesehen, die letztlich zu einem Ausschluss von zu vielen Menschen führte und schließlich bedeutete, dass sogenannte Begabungsressourcen, vielleicht ist Ihnen das ein Begriff von Georg Picht, Begabungsressourcen, die in der Bevölkerung zu finden waren, nicht ausreichend ausgeschöpft wurden. Und das konnte nicht sozusagen, das konnte man nicht zulassen, die Vergeudung dieser Ressourcen. Die Forderung nach Chancengleichheit wurde zum politischen Slogan der Zeit also. Die Schulen hatten Sorge zu tragen dafür, dass dieser Umstand sich verändern sollte. Ein Umstand, der, wenn wir den PISA-Schock bedenken, die regelmäßigen Resultate bis heute eben sich nicht geändert hat. Und so arbeitet die Pädagogik im Namen der Chancengleichheit, obgleich diese Aufgabe unmöglich zu bewerkstelligen ist. Denn wie Elisabeth Sattler ausführt, ist Chancengleichheit eine Herausforderung in einem auf Wettbewerb ausgerichteten Gesellschaft unmöglich. Die Fiktion von Chancengleichheit durch Bildung findet sich heute in einem vom neoliberalen Standort und Wettbewerbsinteressen katalysierten Bildungswesen immer erneut vitalisiert und angetrieben. Ein Blick auf alle Bemühungen, Engagements und Anstrengungen um Chancengleichheit zeigt, dass Chancen, dass also die gute Gelegenheit als eine soziale Ressource verstanden wird. Diese soll zwar grundsätzlich allen zugänglich sein, de facto aber ist sie ungleich verteilt. Grundsätzlich beschreibt die Chancengleichheit das Recht auf eine gerechte Verteilung von Zugangs- und Lebenschancen. Hervorgehoben wird in diesem Zusammenhang das Verbot von jeglicher Diskriminierung, sei es aufgrund von Geschlecht, Religion oder Herkunft. Dieses Recht ist in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgeschrieben, daran sollte man vielleicht immer wieder erinnern, und gilt als Errungenschaft unserer modernen Gesellschaft. Als Forderung scheint Chancengleichheit allgegenwärtig. Beratungen, Sensibilisierungskampagnen, wie auch Evaluationen, an denen auch wir an den Universitäten gar nicht so schlecht sozusagen verdienen, sollen gleiche Chancen gewährleisten. Die Beständigkeit dieser Angebote ist jedenfalls sichergestellt. Denn wie Alfred Schäfer und Christiane Thomsen in ihrem Band Leistung, sehr empfehlenswert im Übrigen, zu bedenken geben, werde in unserer Leistungsgesellschaft eine transzendentale Beurteilungsfunktion angenommen, die nicht möglich sei. Transzendental im Sinne von, es geht gerade im Kontext der schulischen Leistungsbewertung so, wie wenn man Leistungserfolg ohne Ansehen der Person beurteilen müssen könnte. Dass das nicht möglich ist, brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Und so argumentiert eben auch Elisabeth Sattler,
dass erstens Chancengleichheit real nicht anzutreffen ist und sie wird es wohl auch nicht sein und zweitens, dass jene Probleme, die im Kontext des Begriffs anzutreffen sind, nach wie vor ungelöst bleiben. Die damit einhergehenden Probleme sind, dass eine wettbewerbsorientierte Gesellschaft per se nicht an Gleichheit von Zugangs- und Lebenschancen interessiert ist. Es wird gern verglichen mit dieser Metapher des Wettlaufs, des 100-Meter-Laufs. Wenn ich alle am gleichen Ort starten lasse, heißt das noch lange nicht, dass ich sie alle sozusagen am Ende gleich ankommen lassen möchte, sonst wird das Zusehen witzlos. Und ich finde, in diesem Bild steckt schon ein Körnchen Wahrheit. Sie merken das dann, wenn wir in der Schule es wagen sollten, allen zum Beispiel eine sehr positive Beurteilung, in welcher Form auch immer, verbal, notenmäßig, also diese gleiche Beurteilung, wenn wir das durchsetzen würden, wie die Reaktionen wohl wären. Auch vielleicht ein Beitrag zur Notendiskussion. Also kein Publikum ist daran interessiert, dass die antretenden Läuferinnen gleich auf starten und gleich auf ins Ziel kommen. Ungeachtet der Investitionen und der Bemühungen innerhalb des Schul- und Bildungssystems ist die Bilanz ernüchtert und führt uns zu dem Schluss, dass Chancengleichheit und Gerechtigkeit eine sozialpolitische Frage ist. An dieser hat das Bildungssystem eine maßgebliche Rolle, sozusagen aber eben nicht eine einzige. Also ich wehre mich auch dagegen, die Verantwortung zu übernehmen, dass wir im Schulbereich sozialpädagogische Lösungen komplett tragen. Das kann es nicht sein. Und selbst dann, das haben wir auch schon von Bourdieu und Passeron gelernt, unser Dilemma ist es eben, dass die Tragweite der sozialen Ungleichheitsfaktoren so groß ist, dass auch eine wirtschaftliche Angleichung nicht viel ändern würde, da das Bildungssystem immer weiter soziales Privileg in Begabung oder individuellen Verdienst umdeuten und die Ungleichheit dadurch legitimieren würde. Also eine sehr umstrittene und heikle Stelle, aber de facto spricht sie sich unter anderem auch gegen Stipendien aus, könnte man böse ableiten, weil sie davon ausgehen, dass selbst sozusagen, selbst wenn wir es schaffen würden, wirtschaftliche Angleichung vorzunehmen, werden wir innerhalb der Pädagogik stets aufgrund bekannter soziologischer Studien immer nur einander in uns erkennen und dies belohnen. Ende der 60er Jahre war nun der Sputnik-Schock vorbei. Sie erinnern sich, da war diese Marslandung, der Westen hat aufgeholt. Mit der Mondlandung brach aber auch ein neues Zeitalter der absoluten Machbarkeit an. Der berühmte Spruch "Anything goes" wurde zum geflügelten Wort. Angesichts der geopolitischen Entwicklungen dominierten die Attribute schneller, höher, weiter, größer, besser. Es muss Fortschritt und Technik sozusagen geben. Diese werden zu Grundpfeilern der Gesellschaft. Die Omnipotenz des Homo Fabers, des schaffenden Menschen, ist in dieser Zeit allgegenwärtig. Das zunehmende Aufkommen von Ohnmachtsgefühlen gegenüber der Umweltzerstörung und nicht zu vergessen, die Drohung einer atomaren Katastrophe macht sich breit. Der Kalte Krieg, die Anti-Atomkraftbewegung, aber auch Fragen der Menschenwürde und Nachhaltigkeit, also die Verantwortung gegenüber den nachkommenden Generationen, sind virulente Themen. In diesem Zusammenhang ist auch verständlich, dass sowas wie der Ruf nach Liebe und Partizipation, aber auch nach anderem Bewusstsein, das eine andere Welt möglich machen sollen könnte, entsteht und wir, die natürlich die berühmteste Jugendbewegung, die sogenannten Hippies, sozusagen mitbekommen. Und wie sehr diese Sehnsucht auch in den 80ern noch immer sozusagen ihre Berechtigung hatte, das hat uns natürlich die Naturkatastrophe Tschernobyl 86 ganz klar vor Augen geführt. Die Machbarkeit als solche, selbst für friedliche Zwecke, birgt nicht nur Chancen, sondern auch Gefahren und Risiken, die kaum abschätzbar sind. Die große verbindende Fortschrittserzählung zerfällt.
Der Zerfall der großen verbindenden Fortschrittserzählung führt im Verlauf der 70er Jahre zu der bereits angesprochenen politischen Aufbruchsstimmung, die unter anderem in der Formierung der sogenannten neuen sozialen Bewegungen mit ihren Anliegen der Teilhabe an der Gestaltung der Welt mündet. In Österreich sind das eben vor allem Bürgerinitiativen im Rahmen der Ökologiebewegung. Eingefordert wird ein partizipatorisches Demokratieverständnis. Die Bevormundung von Staat und Regierung wird abgelehnt. Also es kommt sehr stark eher von den Institutionen. Ausgangsbasis dieser Initiativen ist, wie wir wissen, es jährt sich ja gerade die Studentinnenbewegung bzw. die 68er-Bewegung. Hier wurde deutlich, dass Dinge verändert werden können, wenn Druck von der Straße auf die Politik ausgeübt wird. Oder eben, also entweder die Proteste, ich glaube ein prägnantes Beispiel sind die Proteste der autonomen Frauenbewegung, die zur Fristenlösung führten, oder die Anti-Atomkraft-Zwendendorf-Bewegung. Ein weiteres interessantes Detail an den neuen sozialen Bewegungen ist, dass es dabei nicht mehr um Basisbedürfnisse der Menschen ging, sondern um die Lebensqualität als solche. Den Begriff der Qualität haben Sie ja die letzten Tage ausführlich diskutiert. Durch den gesellschaftlichen Demokratisierungsdruck kam es also zur Demokratisierung auch der pädagogischen Institutionen. Das Ringen um eine Demokratisierung des Schulinneren mit Beteiligungen von Schülerinnen wie Eltern am Schulgeschehen in Form von Einspruchsrechten und Gremienarbeit markiert das Schulunterrichtsgesetz 74. Auch wurde mit dem Universitätsorganisationsgesetz 75 ein für die Universität bis dahin und leider nur damals, weil es wurde auch rückgängig gemacht, außergewöhnliches Mitspracherecht der Studierenden verankert. Die sogenannte Drittelparität, also dass die Stimme der Professoren mittelbar und der Studierenden gleichgewichtig waren, das ist auch heute schon wieder undenkbar. Die Schulen wie die Universitäten blieben zwar bürokratische Organisationen, aber sozusagen die Durchgriffe von höherer Ebene waren eher eben eine Ausnahme. Hier konnte sozusagen die Erziehungs- und Führungsstilforschung reüssieren. Konkret oder anders formuliert, der demokratische Führungsstil sowohl im Hinblick auf das Verhältnis der Lehrenden zu den Schülerinnen als auch im Hinblick auf das Verhältnis zwischen den Schulaufsichtsbeamten zu den Lehrerinnen. Mit den 80ern jedoch zeichnete sich ein neues Thema ab. Spätestens mit den 90ern wird es sozusagen nicht übersehbar. Die Kostenfrage unseres Bildungssystems kommt auf die bildungspolitische Tagesordnung. In den 90er Jahren ist interessanterweise keine Rede mehr von Bildung als Motor der Gesellschaftsreform und des Fortschritts. Heute auch kommt mir vor. Viel Beachtung findet seitdem hingegen die Frage der Accountability, also der Rechenschaft. Was passiert eigentlich in unseren Schulen, ist die Frage der Stunde, wie Herr Lasnik das ausführlich und schön dargestellt hat in vielen Publikationen. Unübersehbar wird auch die Kritik an der mangelnden Qualität und Effektivität des Bildungswesens, aber auch die Kritik am Mangel und Rechenschaftslegung häuft sich. Wir erinnern uns hier an die Position des steuerzahlenden Bürgers, Bürgerin. Was passiert eigentlich mit meinem Steuergeld? Die Delegitimisierung des staatsbürokratischen Bildungssystems nimmt ihren Lauf. Parallel dazu lässt sich in der Wissenschaft eine Abrechnung mit dem autonomen, souveränen Subjekt feststellen, wie es seit dem 17., 18. Jahrhundert ausgelegt wurde. Auch das sind ja Auslegungen, Interpretationsformen. Ebenso auch in der Pädagogik, vor allem angesichts einer verstärkt stattfindenden Foucault-Rezeption seit den späten 90ern. In Anlehnung an Friedrich Nietzsches Gott ist tot und mit Bezug auf Michel Foucaults wichtiges Buch Die Ordnung der Dinge wird unter dem Schlagwort Tod des Subjekts Kritik an der vorherrschenden Vorstellung eines autonomen Subjekts geübt. Das ist ein finde ich wissenschaftstheoretisch ein bemerkenswerter Zeitpunkt, nämlich dass es um die Betonung der weiteren Bedeutung des Subjektbegriffs, also das Subjekt als Unterworfenes wird markiert. Gleichzeitig
Also, naja, anders formuliert. Also das bedeutet nicht eine Absage an das vernunftsbegabte Subjekt, sondern das Infragestellen des vernunftsbegabten Subjekts, das leider, wie Sie auch alle wissen, wir nicht immer ausschließlich vernunftgetriebene Entscheidungen treffen, und ich sage schon Stichwort Triebe, sondern wie uns schon Freud lehrte, der Mensch trifft eben nicht nur vernünftige Entscheidungen, und selbst wenn er meint, diese seien vernünftig und selbst gewählt, wissen wir inzwischen gar nicht mehr so sehr, ob das, was wir denken und wie wir es denken, tatsächlich selbst entschieden ist oder nicht vielmehr die Folge von bestimmten Algorithmen, aber dazu komme ich noch. Außerdem kommt es zur Thematisierung der Bedingungen von Wissen über die Welt wie auch vom Wissen über den Anspruch. Dies hat freilich nicht zur Folge, dass wir uns komplett von dem Gedanken verabschieden, der Mensch sei ein vernunftsfähiges Wesen, das sich seine Gesetze selbst gibt. Wie eben oft in dem Stichwort, der Mensch ist nichts anderes als seine genetischen Dispositionen nahelegt, oder jetzt gerade sehr aktuell, der Mensch ist nichts anderes als sein Gehirn, sondern vielmehr, dass wir vermeintlichen Gewissheiten eine Absage erteilen, diese relativieren. Standardliteratur in diesem Buch ist eben, wie schon erwähnt, Käthe-Meyer-Draves inspirierendes Buch Illusion von Autonomie, im Rahmen dessen sie mit Vorstellungen von Autonomie abrechnet und pädagogisches Handeln und Denken auf die Angewiesenheit von so etwas wie Autonomievorstellungen zurückführt, seien sie auch nur bloß notwendige Illusionen. Autonomie im Sinne einer anthropologischen Bestimmung von Menschen ist in Reinkultur nicht zu haben. Niemand von uns ist autonom, das wissen Sie auch besser als ich. Aber als eine politische Forderung bleibt sie unverzichtbar. Der Anspruch auf Autonomie hat im Verlauf der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft seine oppositionelle Kraft eingebüßt, was nicht darin gründet, dass die Selbstbestimmung der Mitglieder unserer Gesellschaft bis zu einem befriedigenden Maß angewachsen ist, sondern viel eher dadurch zu verstehen ist, dass die heteronomen Bestimmungen immer unsichtbarer werden und damit an Provokation verlieren. Die ungeheure Integrationskraft unserer Gesellschaft führt dahin, dass Selbstbestimmung und Fremdbestimmung immer weniger in ihrer Unterschiedenheit zu erkennen sind. Ich bin mir ja auch nicht mehr sicher, ob ich 12 Stunden arbeiten möchte. Ich weiß, dass ich, glaube ich, mindestens 14 freiwillig arbeite und so weiter und so fort, wie auch viele anderen hier, soweit ich das mitbekommen habe. Doch nicht nur das allwissende, allmächtige Subjekt kann uns im Laufe der letzten Jahre als Interpretationsfolie abhanden. Das universelle Wissen selbst erfuhr einen Dämpfer, von dem es sich nicht mehr erholen sollte. Was ist geschehen? Der Text, der die Diskussion am nachhaltigsten prägte, ist Jean-François Lyotards Untersuchung über das postmoderne Wissen in den höchst entwickelten, da informatisierten Gesellschaften. Ich habe in diesem Buch wieder geschmückert, es ist schon tatsächlich 1979 geschrieben worden, also diese Studie wurde da durchgeführt, aber es ist echt verblüffend, wie sehr er die Kommunikations- und Informationsgesellschaft unserer Zeit damals vorweggenommen hat, und da war noch keine Rede von Internet. Die dabei diagnostizierten Tendenzen, allem voran der Zerfall moderner Legitimationen emanzipatorischen Wissens und damit eingehend das Ende der großen Erzählungen sowie die Beförderung der Vielheit als Zukunftsaufgabe der Postmoderne, lieferten eine Grundlage für spätere Untersuchungen zu dem Thema. Wie schon die Bezeichnung informatisierte Gesellschaft nahelegt, ist eine fundamentale Veränderung in der Gewichtung gesellschaftlicher Ressourcen vonstatten gegangen. Offensichtlich zeichnen nicht mehr industrielle Dispositionen eine höchst entwickelte Gesellschaft aus, sondern informationelle. Nicht länger sind infolge tayloristischer Fertigung, also Fließbandarbeit, disziplinierte, aber ungebildete Arbeitnehmende gefragt, sondern engagierte, dem technologischen Fortschritt gewachsene und somit flexibel einsetzbare Arbeitskräfte.
dem vorherrschenden Produktivitätsgedanken entsprechend, bedeutet diese Entwicklung insgesamt eine Verlagerung der Prioritäten von Produktherstellung zu Technologieentwicklung und demnach eine weitgehende Auslagerung der Massenfertigung in weniger hochentwickelte Gesellschaften. Innerhalb der informatisierten Gesellschaft gilt es, eine neue Organisationsform zu finden. Von der Schulreform über die Krankenhaus- und Gefängnisreform bis zur Reform ganzer Industriezweige reicht die Vielfalt der Erneuerungsvorhaben, die nicht ohne Folgen für das Wissen und den Stellenwert sind, der diesem zugewiesen wird. Unsere Arbeitshypothese ist die, dass das Wissen seinen Statut verändert, wechselt. Was heißt das für die Schule? Das heißt, glaube ich, doch einiges. Kurz gefasst lässt sich dieser Statutwechsel an drei Punkten festmachen. Erstens am Entstehen neuer Wissenschaftsdisziplinen und Techniken, welche Sprache zum zentralen Forschungsgegenstand bestimmen, also Informatik, Linguistik. Zweitens an der mit der Entwicklung von Programmiersprachen aufgetretenen Problematik der Sinnübertragung von binärer Codierung auf die Sprache und vice versa, also was kann ich übersetzen. Drittens an der Suche nach Verbindungslinien zwischen dem menschlichen Bedürfnis nach Erkenntnis und Vermittlung einerseits und den in Rechenleistungen intelligenter Maschinen begründeten Werkzeuge der Wissenschaftlichkeit. Also hier auch die Frage der Übersetzbarkeit. Das heißt, welches Wissen sich durchsetzen kann und welches überflüssig wird, hängt künftig von der Kompatibilität der Wissensinhalte im Hinblick auf die Umgangssprache der Datenverarbeitungsanlagen. Ich verweise hier vorsichtig an unsere Tests. Aber auch von den involvierten, häufig aus unterschiedlichen Bereichen stammenden Expertinnen. Die Auswirkungen dieser Veränderungen erheben Information zum wichtigsten Gut von Gesellschaften. Insofern ist es bemerkenswert, dass innerhalb der großen Bildungsinstitutionen die Erzählung von der Emanzipation, Autonomie, vom Staat ausgerechnet eben in jenem Moment angekündigt wird, in dem gleichzeitig die postmoderne Absage an eben diese Emanzipation erteilt wurde. Während wir das Thema Autonomie auf der theoretischen Ebene relativieren, erfährt es in der österreichischen Schul- und Bildungspolitik eine Renaissance. Als Schul- und Hochschulautonomie war es, also das Thema Autonomie, auf einmal in aller Munde. Zum diskursdominierenden Thema war es aber nicht durch die Pädagogik als Wissenschaft, sondern durch die Bildungspolitik geworden. Basierend auf dem Vorstoß des Wiener Vizestadtschulrats und eines parteiprogrammatischen Papers kam es zu Forderungen nach mehr Autonomie für die Schule. Interessant in diesem Zusammenhang ist es, dass eben weder die Wissenschaftsinstitutionen mit ihrem prononcierten Motto die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei, es waren noch die Staatsbürgerinnen, welche die Autonomie im Sinne der Freiheit von gesellschaftlichen Zwängen einforderten, sondern die Regierungsparteien selbst. Anders formuliert, der Staat selbst ermahnte sich, sich in seiner Machtausübung selbst zu beschränken und seine Legitimität nur unter Wahrung der pädagogischen Sachkompetenz auszuspielen. Es war also, wie auch Schierlbauer analysierte, der Staat selbst, der für die Autonomie von Schulen und Hochschulen plädierte. Worum ging es dabei? Zum einen darum, dass das Versprechen, die ausufernde Bürokratie wieder einzudämmen. Sie erinnern sich. Die Aussicht auf Finanz- und Personalhoheit bis zur Lehrplanhoheit der autonomen Einzelschulen. Gegenpositionen hingegen monierten, dass die Autonomie vor allem jene Dinge betreffen würde, die ohnehin nicht ins Gewicht fallen würde, wie etwa die schuleigenen Verhaltensvereinbarungen zwischen den Schulpartnerinnen, die nicht selten aber bei den Schülerinnen landeten und zu einseitigen Disziplinierungsverträgen mutierten. Wiederum andere Positionen gaben zu bedenken, dass autonome Wesen ungeschützte Wesen seien. Also es gibt auch diesen Hinweis.
Und daher in einer ausdifferenzierten gesellschaftlichen Gesellschaft eben den unterschiedlichen Sonderinteressen ausgeliefert wären. Wie auch immer man nun heute inzwischen, sind ja doch einige Jahrzehnte vergangen, dazu stehen mag, den Debatten der 80er und 90er Jahre folgten die Änderungen des Schulorganisationsgesetzes. Zumal die Idee viel Zustimmung fand und vor allem als Chance gesehen wurde, Schulautonomie bedeutet in Österreich, das habe ich jetzt übersprungen offenbar, Schulautonomie bedeutet in Österreich Dezentralisierung von Entscheidungskompetenzen. Das heißt, Schulen können Angelegenheiten, die bisher übergeordnete Verwaltungseinheiten entschieden haben, unter Mitwirkung der Schulpartner selbst entscheiden. Mit ähnlichen Versprechen und Hoffnungen sahen sich die Universitäten konfrontiert. Wir sahen das damals sehr skeptisch, muss ich zugeben. Heute würde ich schon sehr relativieren. Die Autonomie hat auch ihre Chancen. Mit dem sogenannten UG 02 wurden die österreichischen Universitäten autonom. Aus der Selbstgesetzgebung wurde im Alltag die Selbstständigkeit, die qua Ziel- und Leistungsvereinbarungen letztlich wieder eine Steuerung von oben erhält und noch einmal die Aufmerksamkeit Richtung Sprache richtet. Wie diese Ziel- und Leistungsvereinbarungen abzufassen sind und um sie sozusagen und zu planen sind, damit auch das Geld dort landet, wo es landen sollte, ist eine tückische Herausforderung für all jene, die das bisher nicht gemacht haben. Genau betrachtet haben wir einen bestimmten Wandel bestritten, der wie besprochen nicht unbedingt zu mehr Autonomie geführt hat, sondern vielmehr zu einer Verschiebung von der Input- zur Output-Orientierung. Eine zusammenfassende Analyse liefert Andrea Liesner in ihrem Beitrag Universitäre Bildung und wirtschaftlicher Strukturwandel. Wenn sie die jüngsten institutionellen Reformen, wie etwa auch Bologna, auf die Krise des Fordismus sowie die Leitidee von Bildung als Humankapital zurückführt. An der Verbreitung dieser Leitidee sind maßgeblich globale Marktinstitutionen wie die Weltbank, der Internationale Währungsfonds, die Welthandelsorganisation und ganz zentral, wie auch Sie wissen, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenhänge und Entwicklung, die seit den 90er Jahren die Vorstellung prägt, beteiligt. Wir leben in einer Wissensgesellschaft, die sich mit einer wissensbasierten Ökonomie auf einem globalen Markt behaupten muss. Allen voran ist es die OECD, die den Staaten rät, Ausgaben im Bildungsbereich zu senken und gleichzeitig Effizienz zu erhöhen. Nimmt man diese Ratschläge näher unter die Lupe, dann verwundert das Fortschreiten der Privatisierung des Bildungsbereichs auf der einen Seite und die Dominanz des Imperativs des lebenslangen Lernens auf der anderen Seite nicht mehr. Und um auf die Autonomie abschließend zurückzukommen, Autonomie heute bezeichnet den ziemlich schlichten Sachverhalt, dass die Bildungsinstitutionen von ihrem Erhalter dazu angehalten werden, einerseits die Bedürfnisse von Ökonomie und Industrie zu erfüllen, sowie andererseits sich selbst der Marktlogik im Sinne von Effizienz, Wettbewerb und managerialen Leistungsstrukturen zu unterwerfen. Ich glaube, das sind die Punkte, wenn Sie sich ansehen, 2008 sozusagen in den Raum gestellt, an denen Sie sich alle an Ihren Standorten derzeit abarbeiten. Es ist die Frage der Standortorientierung, der Konkurrenz mit anderen Schulen. Es ist die Frage der Inhalte und wie wir es heute auch in einem Workshop diskutiert haben, die Frage von, wo und in welchem Bereich sind wir tatsächlich autonom, um das zu verhandeln, oder wird es dann am Ende des Tages zu einem bestimmten Zeitpunkt doch hinweg entschieden? Aber sozusagen, wie zu Beginn angedeutet, Begriffe werden zu Grundkategorien, weil verschiedene Interessenslager um ihre Ausgestaltung kämpfen. Wann, wo, von wem und für wen welche Absichten oder welche Sachlagen mit dem Wort Autonomien wie begriffen werden, bedeutet meines Erachtens, dass Sie jetzt die Chance und die Möglichkeit haben, in diesem Streit um den Grundbegriff der Autonomie, der offensichtlich mittlerweile ganz etwas anderes bedeutet und bedeuten kann,
einzusteigen. Was ich damit andeuten möchte, ist eine stärkere selbstbewusstes Auftreten, tatsächlich sich diese Definitionsmacht und Kraft zu eigen zu machen und aufgrund ihrer Expertise aus den Standorten und aufgrund ihrer Expertise aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte mit den Reformen, die ja fortschreiten, also die bestimmte Schienen, die bereits gelegt wurden, werden ja weitergeführt. Und ein Thema, das wir heute auch hatten, ist, ich würde das nicht unterschätzen, was es bedeutet, dass in diesem Land mit der Pädagoginnenbildung neu tatsächlich die gleiche Ausbildung für Lehrerinnen beider Bereiche sozusagen auf Schiene gelegt wurde. Wie diese ausgestaltet wird, davon wird es sozusagen während die nächsten Jahre zeigen. Was tun heißt für mich tatsächlich, sich autonom zu begreifen im Sinne von, wenn man ihnen schon dieses Recht und diese Kompetenz zuspricht, diese auch tatsächlich zu nützen und selbstbewusst zu vertreten. Und ich fürchte, Theorie, Kritik, Praxis sind beide, also sozusagen die Verschränkung dieser drei Bereiche ist ein hilfreiches Tool, um sich dem zu stellen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.